Ich habe von einem geistlichen Leiter gelesen, der mit einem Sporttrainer zu tun hatte, der eine Mannschaft trainiert hat. Es ging dort um Motivation und Team zusammenschweißen und so weiter. Und während dieser Phase erfuhr dieser geistliche Leiter eine Menge über Sportpsychologie. Und er berichtete, dass es verschiedene Methoden gibt, um die gegnerische Mannschaft zu schwächen, aus dem Konzept zu bringen. Der klassische Fall ist, dass man dem Gegner Angst einjagt, dass man sich aufbläst, Drohgebärden macht, damit der Gegner sich ängstigt. Denn wenn er Angst hat, ist er schwach. Wer Angst hat, ist schwach. Das gilt auch im Sport. Das gilt auch im normalen Leben so und das gilt auch im Geistlichen so. Und der zweite Punkt, wie man eine gegnerische Mannschaft wirklich empfindlich schwächen kann, ist, indem man ihn dazu bringt, sich zu ärgern. Wer sich ärgert, ist auch schwach. Und das fand ich sehr interessant. Und wie oft gelingt es dem Feind, uns durch Ärger irgendwie aus der Ruhe zu bringen, aus dem Konzept zu bringen und uns dadurch zu schwächen. Wenn wir uns ärgern, sind wir schwach. Zum einen ist es das Ding mit der Angst, das ist so dieses David-Goliath-Phänomen. Ja? Der Feind bläst sich auf, droht, giftet und wir haben häufig den Eindruck, dass wir fast oder gar keine Möglichkeit haben, um dagegen anzugehen. Angst, ganz schlechter Ratgeber. Biblisch, neutestamentlich eigentlich als für geisterfüllte Christen in dem Sinne gar nicht zulässig. Im Sinne von Angst, Furcht vor Menschen, Furcht vor Dingen, die gegen uns stehen und so weiter. Zum anderen eben dieses mit dem Ärger. Wir ärgern uns, Wut, Zorn, Unruhe. Und das macht uns auch schwach. Vielleicht hast du damit zu tun, dass du dich wunderst, warum du in deinem geistlichen Leben nicht wirklich in Stärke und Position kommst. Eventuell liegt es daran, dass es dem Feind gelingt, dich dazu zu verleiten, dass du dich ärgerst. Ich kenne das bei mir. Ich ärgere mich manchmal über die verrücktesten Sachen, mit denen ich eigentlich gar nichts zu tun habe, die ich aus Nachrichten oder sonst wo mitkriege. Ich ärgere mich, obwohl es mit meinem normalen Leben überhaupt keine Berührungspunkte gibt. Das sind solche feindlichen Attacken. Ärger macht uns schwach. Es ist wichtig, dass wir auf den Herrn schauen, von ihm unsere Kraft bekommen und nicht auf irgendwelche Umstände, auf irgendwelche Situationen, auf irgendwelche Dinge, mit denen wir uns beschäftigen und die uns dann eigentlich schwächen. Lass nicht zu, dass du durch Angst oder Ärger vom Feind an der Nase herumgeführt wirst. Die Bibel gibt uns in Philipper 4 eine grandiose Vorgabe, was Dinge sind, mit denen wir uns beschäftigen sollen. Und ich lade ein, das wirklich ernst zu nehmen und darüber nachzudenken und das in deinem Herzen auch entsprechend umzusetzen. Ich glaube, wenn du dem Feind gegen diesen Ärger, gegen diese Angst, gegen diese Bedrängnis, gegen diese Dinge, die er dir einfach vorgibt, wenn du dem widerstehst, Position dagegen einnimmst, dass du wirklich an einen Punkt kommst, wo du bemerkst, realisierst in deinem Leben, für dich, deine Familie, deinen Arbeitsplatz und so weiter, dass Gott viel mehr für dich hat.